Da sind wir wieder in der Kanalisation. Es ist mitten in der Nacht und wir spielen Outlast. Das hast du schön gesagt. Warum gehe ich schon wieder hier lang? Weil du Sackgassen magst. Und weil ich Batterien mag. Oh, cool. Wie der Bildschirm kurz hell wurde, als er sie aufgenommen hat. Die war mit mir nicht da. Die ist auch. Bist du überhaupt hingegangen? Ja. Oder hast du nicht richtig geguckt? Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie mir mehr geben. Na, ich denke mal, ich habe an anderer Stelle eine gefunden und deswegen haben sie dir die vielleicht... Mann, das sieht ja richtig gut aus, Janten. Geile Grafik. Es ist nicht die geilste Grafik von ever, würden jetzt die Grafikfetischisten sagen, aber... Naja. Ich finde es sehr, sehr geil. Sehr stimmungsvoll und die Details hier überall. Das erfüllt auf jeden Fall. Ich kann mich nicht entscheiden, gehe ich erst da hinten lang oder gehe ich hier lang? Ah, hier ist ja gar nichts. Nö. Es gibt immer nur einen Weg. Ja, ja. Die etwas linear. Aber dadurch können sie es halt so genial skripten mit den ganzen Horror-Effekten. Ja, ja, klar. Ist ja kein Open-World-Spiel hier. Deswegen. Wäre noch schöner. Dead End. Schulz. Schulz. Nee, der ist hin. Was hat der denn an der Brust? Das ist sein, sieht aus wie sein Herz. Ja. Ja. Was war das? Da ist ja ein Bullauge zu seinem Herzen irgendwie. Ich frage mich, was das für ein Licht ist, weil draußen ist ja Nacht. Ne? Stimmt. Muss ja irgendwie von drinnen was sein. Du hast verdammt recht. Damals habe ich noch gedacht. Ne, Tageslicht geht ja nicht. Das geht wirklich nicht. Oh, durch die Scheiße warten. Ja. Wo es halt im Haus auch nicht sauber ist. Was war das für ein Schatten? Das sah aus wie eine Aura. Ganz genau. Interesting. Da kommen wir durch, ne? Ist die Aura durch die Wand gegangen? Nee, durch den Spalt. Dann ist aber hier lang. Nee, nee. Der ist geradeaus in dem Gang durch den Spalt. Nee, der ist doch hier lang. Nein. Egal. Der ist da lang gelaufen. Was ist das? Was ist das? Irgendwas, was durch die Rohre. Rohre. It's in the pipes. Ja, das ist ein Basilisk. Ich glaube, der wäre mir hier noch lieber. Man dreht sich einmal um die Ecke und das Spiel feiert das Orchester ab. Ey. Das ist echt jedes Mal. Obwohl da nichts ist, aber. Oh. Oh. Hast du das gefunden? Ja. Da bin ich lang, weil ich wollte auch nicht hinterher, weil ich wusste, dass der das. Achso, das hast du hier auch gesehen, ne? Ja. Ich bin natürlich auch erstmal weiter, weil ich da nicht direkt hinterher wollte. Guck mal, da hätten wir hochgekonnt. Wenn das Ding nicht geblastert wäre. So, Taste finden. Ene, mene, mu, raus bist du. Ha! Haha! Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleich Schriftstücken des Patientens Vater. Martin Archimbaud. Archimbaud oder Archimbaud? Egal. Du bist doch auch ein Franzose, sag's mir. Lies. Johnny, lies das Dokument. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Das ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ja, das war in einer Waffe, wissen wir ja. Es wird nicht besser. Mir gefällt nicht, dass es hier so hell ist. Langsam hat man Angst vor hellen Orten, weil... Ja, 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 ne? Man da leicht gesehen wird und das Spiel speichert schon wieder. Es sucht das Licht. Ich hasse dieses Geräusch. Ja, jedes scheiß Hinweisgeräusch im Spiel ist gleichzeitig Horrorgeräusch. Ja. Und gerade wenn man so angespannt ist, erschreckt man sich eh nochmal. Female Ward Drain. Ach, gab hier auch Frauen, die sieht man eigentlich irgendwie nie. Naja, die sind alle geschlechtslos gezüchtet worden. Die sind gleich geschlachtet worden und werden vergewaltigt, nachdem sie sterben. Nekromantie, ja. So, der eine ist da oben, der ist da unten. Und wir sind jetzt vermutlich hier, wo die beiden sich kreuzen. Aber warum ist hier Wasser unten? Wahrscheinlich. Ja, 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 tatsächlich. Genau. Und dieses Tauchen. Wasser muss weg. Nee.
Okay, das heißt, es gibt hier 1000 Gänge, in denen wahrscheinlich noch Batterien liegen, aber da hinten müssen wir noch hin und da unten müssen wir genau. noch hin. Genau. Also gehen wir erstmal nach rechts zum Prison Block Drain. Genau, das sehr langsam. Weil da hinten das fette Viech sitzt. So, warte, hock dich hin, hinter die Kisten. Hat der dich gesehen? Alter, der hat dich gesehen, renne! Lauf, 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 scheiße! Der reißt einen Kopf. Ach, der reißt einen Kopf ab. Ich dachte, der reißt einem das Herz raus. Ich weiß es nicht, so lange habe ich es mir nie angeguckt. Nee, es war das Kopf. Ich bin vorher rausgegangen. Was, du hast dann Escape gedrückt? Ja. Du hast dir gar nicht mal die Todesanimation angeguckt? Interessant. Ja, ich war eine Pussy, ich weiß. Aber ich find's lustig. Ah, das ja. ist, macht auf jeden Fall unterhaltsame Anekdoten. Alter, wieso sieht er dich? Es ist ja essentiell, hinter die Kisten zu gehen. Das sieht er ihn sofort. Da wollen wir lang, oder? Nee. Nee. Scheiße. Warte mal. Der geht jetzt in einen der Gänge. Wir müssen gucken, in welchen. Und in den anderen gehen wir dann logischerweise. Okay, also geht's für uns nach rechts. Wenn er jetzt rauskommt, sind wir so gearscht, ey. Mhm. Oh, Alter, meine Nerv. Genau. Darüber schwingen. So, hier müssen wir lang. Das heißt, hier ist der Prison Block Drain. Also lasse ich das erkunden, der Gang glaub total. Wenn der hier unten rumstreunt, habe ich keinen Bock, nach einer Batterie zu suchen. Nee, das macht echt Spaß. Ah, man kann sie sogar verstecken. Mal liegt da vielleicht noch irgendwo eine im Regal? Bei mir lag da, glaube ich, eine. Glaube ich dir. Aber wir drainen jetzt mal und verstecken uns, wenn das wieder das alte Formular ist, ja? Ja. Same stuff. Und rein. Rein. Genau. So. Wir chillen jetzt mal ein bisschen hier wieder. So. Und Julia hat schon auch nicht geschwitzt gerade in der Kanalisation. Ich habe schon wieder Angst gehabt, ja. Ich habe da auch eine Weile gesessen und gewartet. Und wie oft bist du gestorben? Gar nicht mal so oft. Ah, das ist gleich ausgemacht, das Spiel, als du gestorben ja. bist. Oder nur Escape oder das gleiche Spiel raus? Nee, ich bin Escape und Neustart. Neustart. Mhm, weil. Das, wolltest du dir das gar nicht angucken? Nee, dachte, ach du Scheiße, nee, okay, ich bin dann mal weg. Kommt der jetzt? Ja, euch mal. Ich höre so. Ketten. Mhm. Das heißt, wir sollten nicht wieder zu früh rausgehen. Das ist wie so ein kleines Glöckchen. Man hört ihn schon von Weitem. Spätestens jetzt hätte ich es gewusst. Mhm. Woher die immer wissen, welches Key-Item man gerade drückt. Ja, ja. Ist immer sehr faszinierend. Die riechen das. Was cool wäre, was sie machen hätten können, um mal den Analysten raushängen zu lassen, wenn sie bei diesen Key-Räumen, dass sie mal kommen und mal nicht kommen. Halt, denn wäre man scheiße ungewiss. Muss das ich mir jetzt verstecken. Schlimmer. Und immer schön Spins reinhauen, aber nicht immer, dass sie kommen, sondern dass es so ein bisschen random ist. Das wäre geil. Das wäre noch schlimmer, ja. Weil so weiß man im Grunde immer, ja, jetzt mache ich hier den Schalter und jetzt kommt er erstmal. Aber das Spiel hat trotzdem so geile Jumpscares, da ist es nicht so schlimm, dass dieses Formular so oft benutzt wird, weil man hat trotzdem Schiss. Das spricht für die Atmos des Spiels. Also ich fand, das ist das Einzige, was mich immer gestört hat, dass es so ein bisschen vorhersehbar ist. Ja, aber es kommen genug Momente, die man nicht vorhersieht und daher ist das alles so ein bisschen... Ich hab Zeit. Schön weggehen. Der soll weggehen. Das Schlimme ist, wir müssen jetzt dahin, wo er ist. Ja. Das ist scheiße. Man kann sich in Haupthalle so verstecken, dass man sieht, in welche Richtung er wieder geht. Psch, psch. Das habe ich auch. Okay, lass wieder das reden. Sehen. Musst du nur kurz hören. Was ich gemacht habe, ich habe mich immer in die Dunkelheit hingehockt und gesehen, welchen Gang er jetzt wählt. Bewegungsstudie. Das ist so das Dev-Gameplay. Das würde man massiv auch machen. Jetzt geht er wieder da hinten rein. Theoretisch könnte ich mich auch hier hinhocken. Ja. Solange du im Dunkeln bist, funktioniert. Ich meine, wenn ich hier bin und er geht an mir vorbei. Genau. Wäre das das Beste. Ist natürlich unglaublich geduldig, wenn wir jetzt einmal auf ihn warten. Genau. Jetzt kannst du zum Beispiel einmal nach hinten gehen.
Ich kann sie nicht hier sehen. Lauf, Miles, lauf! Wenn ich so eine scheiß Angst hätte, würde ich jetzt. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Hat er mich gehört oder war er schon auf dem Rückweg? Alter. Meine Fresse, ist dieser Wichser schnell, ey. Ich sag mal so, ich habe ja diese Vorhersehbarkeit kritisiert, aber im Grunde, man ist ja schutzlos, man kann nichts machen. Ja, das ist wenn man sich dann nicht mal, wenn die dann auch so intelligent wären und immer genau wüssten, wo man sich versteckt, dann hätte man ja gar keine Chance. Nee. Sagen wir es mal so, es ist unabdingbar, dass man sich irgendwo verstecken kann, wo die einen nicht finden. Ja. Also in dem Sinne ist es auch Schwachsinn, das zu kritisieren. Junge. Ich weiß, du bist der Coolste in der Shit hier. Der sich die Aufgabe gemacht hat, alle zu köpfen. Jetzt wissen wir auch, wo die ganzen Köpfe herkamen. Ja, stimmt. Wir können jetzt am besten hinter ihm her schleichen. Hab ich vor. Und möglichst am Rand. Nicht, wo Wasser ist. Du bist gerade zum Beispiel im Wasser. Naja, wenn ich schleiche, geht das, denke ich mal. Ah, guck mal, da kann ich zum Beispiel am Rand gar nicht lang. Alter. Wie gesagt, nicht ins Wasser. Der hat sich nochmal umgedreht. Ja, der hat dich gehört. Der ist unglaublich sensibel. So gegen am Rand. So, und jetzt hocken? Okay. Er will gerade nicht. Jetzt. Ich hab Angst. Nee, der kommt doch wieder, wenn ich jetzt. Nee. Geduckt ranschleichen? Nee, ich will nicht. Kommt der auch von allein irgendwann hier rein? Ich glaube ja. Das wäre meine Chance. Aber wenn du dich jetzt geduckt in den Hauptraum schleichst. Nee, der kommt da jetzt wieder. Ja, das dauert aber eine Weile. Meinst du? Wenn du dich jetzt geduckt in den Hauptraum schleichst. Da drüben versteckst, genau. Genau, warte mal. Da ist ein Loch. Da kannst du durchkriechen. Oh. Es gibt eine Abkürzung. Hm. Ah, okay. Innerhalb des Raums. Da kannst du dich nämlich auch drin verstecken. Warte. Ich höre ihn. Hm, jetzt kommt er. Das ist richtig spannend. Also, das ist nicht nur gruselig, sondern auch sehr, sehr spannend, irgendwie, wenn man hier so hockt. Ja, klar. Für mich als Schleicher ist das natürlich sehr geil. Nicht nur klettern wie Geralt, sondern schleichen wie Geralt hier. Also bei Amnesia, das hatte ich ja vor kurzem auch mal alleine gespielt, nachdem ich jahrelang mich nicht habe groß spoilern lassen, bis ich irgendwann mal spielen konnte. Da habe ich auch ein paar Schreie abgelassen. Da gibt es auch so ein paar Momente. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Story am Ende ist nicht so prall, aber es sind halt diese Indie-Games. Hm. Die können nicht überall genial sein. Was macht denn der da, ey? Der zerlegt gerade den Gang irgendwie. Der rubbelt die Kette an seiner Wiener. Rubbelt die Katz. Boah, sein Arsch ist ganz rot. Ja. Er wurde in den Arsch gefickt. Also wirklich. Was denn? Immer nicht so ordinär. Na komm, wir sind FK 18. Ach so? Na klar. Ja, wir gucken auch Kinder zu. Alter. Kommt der wieder zurück? Ich muss den nicht ernsthaft hinterher schleichen. Nee, ich wette, man muss ganz schnell da reinschleichen, weil er sich. Ich sehe schon. Ah, ich kann mich auch hier verstecken. Hier kommt er ja auch nicht runter. Nee. Sag mal, ist hier Wasser? Ja, ein bisschen. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass der so lange da drin bleibt. Da ist er. Nee, ich will ihn beobachten. Du könntest jetzt auch zum Beispiel nach rechts und dich hinter dem Kistenblock da verstecken. Nicht in dem Gang, da ist nichts. Nur weitere Tote. Nur Batterie. Ah, yeah. Nimm sie. Miles. Er will die Batterie nicht nehmen. Junge, ey. Jetzt verstecke ich mich nämlich hinter. Genau, hinter den Kisten. Genau, da. Das heißt, es ist unglaublich, wenn er hier lang geht und die paar Meter da reingeht, muss ich. Ja, da gibt es gar keine Möglichkeit, dich hier an der Seite zu verstecken. Theoretisch könnte ich mich aber auch hier verstecken, weil er dreht sich ja nicht um. Ist ganz schön crazy, aber es würde mir ein paar Meter sparen, weißt du?
Bist du sicher, dass du das machen willst? Oder ich gehe noch ein Stück rein. Ich glaube auch. Ah, das macht's ja auch wieder redundant. Du könntest hier ist Wasser, weißt du? Ja, aber du könntest hinter die Kisten gehen. Oder hier. Oder da. Kommst du da durch? Nee, da kommt er natürlich nicht durch. Und wenn ich verstecke, nee, wenn er mich kriegt, dann versuche ich da hinten in das Rohr zu klettern. So, warte mal. Erstmal, Night Vision ist on. Okay. Here we go. Hockst du? Ich hocke. Gut. Ich wünsche ja, man könnte festhocken, müsste die Taste nicht gedrückt halten. Das tut doch langsam dann am Finger weh. Mhm. Jetzt geht er rein. Go, go, go. Und tschüss. So, erstmal gucken, was hier ist. Das ist so nervenaufreibend. Ja. Das ist so schlimm. Man weiß auch nicht, wie tief der hier reinkommt. Mhm. Ich denke mal, es wird hier sein. Nee. Achso, du meinst, dass er reinkommt? Ja, ja. Nee, dass das hier die Drain ist. Mhm. Der kommt da nicht hinterher. Nee. Da bist du zu dick. Man kann theoretisch auch rennen, aber der ist verdammt schnell. Ja. Dafür ist er zu dick. Ja, hier ist das Letzte. Also geile Sektion, muss ich sagen. Dafür ist es so ein Standardding. Ja. Macht Spaß. Wir haben ja richtig Batterie mittlerweile, weil ich so viel gefunden habe. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, weil der Dicke da nicht hinterherkommt.